Jesus, wie Jesus mein Leben verändert hat. Also bevor ich Jesus kennengelernt habe, wusste ich ja noch nicht, was er für mich tun kann oder wie er im Leben eines Menschen handelt. Wie ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, einfach nur, es war nur durch seinen Plan, durch seine Gnade, wie er mich zu sich gezogen hat, durch verschiedene Umstände. Aber Jesus hat mir selber gezeigt, wie real er ist, dass es ihn wirklich gibt und wie sehr er mich liebt. Als ich Ja zu Jesus gesagt habe und gesagt habe, ja Jesus, ich glaube an dich, komm in mein Leben, übernimm die Kontrolle, ich schenke dir mein Herz. Als ich diese Entscheidung getroffen habe und mein Herz für ihn geöffnet habe, da hat Jesus angefangen in meinem Leben zu handeln und hat mir einen Frieden gegeben, der so unbeschreiblich war, den ich vorher nirgendwo gefunden habe. Und eine Freude, die bis heute andauert, egal welche Probleme auch kommen oder durch welche Schwierigkeiten ich durchgehen muss. Das, was Jesus gibt, ist so kostbar und wertvoll, mehr als alles andere, was wir in dieser Welt finden können oder erleben können. Und ich habe nichts in meinem Leben erlebt oder herausgefunden, was mir das geben kann, was Jesus mir gibt. Und er selbst hat es mir einfach so gegeben, einfach so gezeigt. Angefangen mit dem Frieden in meinem Herzen, mit so einer wahren Freude, dass ich gemerkt habe, ach, Jesus gibt's wirklich. Also es ist nicht nur, was so in der Bibel steht oder was die Leute erzählen. Es gibt ihn wirklich. Und er hat mir das durch diesen Frieden und diese Freude, die ich in meinem Herzen empfangen habe, selber gezeigt. Dass ich verstanden habe, das ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und als ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, zu beten, dann hat Jesus noch viel mehr für mich gemacht. Der hat mich frei gemacht von so vielen Problemen und von so vielen Sorgen und von so vielen Bindungen, in denen ich gefangen war. Angefangen von Depressionen und verschiedene Drogen, die ich genommen habe und verschiedene Wege, die ich gegangen bin. Jesus hat meine Seele wirklich befreit. Einsamkeit, alles, was ich hatte, war wirklich kaputt. Aber er hat mich wiederhergestellt und geheilt. Und darum bin ich heute so ein fröhlich, also ich bin fröhlich einfach. Und ich weiß, es ist nur Jesus, ist meine Freude. Und darum, ich liebe Jesus, darum nur Jesus, weil nur Jesus kann den Menschen geben, was er wirklich braucht. Diese Wiederherstellung mit der Beziehung zum himmlischen Vater. Nur Jesus ist dieser Weg, dieser Kanal, in dem wir wirklich zu dem werden, zu was uns Gott bestimmt hat. In dieser Freude aufgehen, in diesem Frieden aufgehen, dass wir gesund sind am Geist und an der Seele. Nur Jesus. Amen. Jesus ruft dich.